Wenn ihr einen Dyson-Staubsauger habt und der irgendwelche Probleme macht und ihr wollt ihn zum Beispiel selber reparieren, ja, dann ist hier das Video genau das Richtige für euch. Ich zeige euch jetzt hier mal im Detail, wie man die einzelnen Komponenten auseinander nimmt und um zum Beispiel hier auch an den Motor dran zu kommen. Denn hier in diesem Motor haben sich einige Schmutzpartikel wohl irgendwo verfangen, die manchmal zu einem leisen, quietschenden, schnarrenden Laufgeräusch führen. Ja, und um an den Motor dran zu kommen, dafür muss man den ganzen Staubsauger zerlegen. Als erstes müssen wir dann hier das Rohr abziehen von dem Motor. Dazu den Knopf drücken und dann kann man das hier abziehen. Dann hat der hier diesen roten Schieber, mit dem geht unter anderem auch hier die Klappe unten auf. Und damit kann man aber auch das ganze Kundschaftgehäuse hier vom oberen Teil abziehen. Um das dann zu lösen, Hebel hier nach unten ziehen und dann Gehäuse leicht nach vorne wegkippen. Und dann kann man das so hier voneinander trennen. Dann gehen wir hin und bauen den Akku aus. Dafür hat er hier unten eine Schraube. Die lösen wir hier mit dem Kreuzschraubenzieher. Eine weitere Schraube befindet sich hier hinten. Die Schrauben nehmt dann raus. Dann zieht man hier unten einfach den Akku ab. So, jetzt gehen wir noch hin und nehmen diesen Kork hier oben ab. Dann nehmen wir hier oben diesen blauen Filter noch raus. So, um jetzt das weiße Teil hier oben von dem Motorteil hier zu trennen, da müsst ihr hier in die Mitte rein. Da sind so zwei Kerben, wo man Schraubenzieher reinstecken kann. Und die müsst ihr nach innen drücken und dann kann man das weiße Teil hier von dem Motor abnehmen. Jetzt haben wir das weiße Teil hier von dem Motor ab. Ja, hier sieht man dann schon das Gebläse und jetzt gibt es eigentlich nur noch ein Teil, was runter muss und das ist hier hinten die hintere Abdeckung. Wie kriegt man das hintere Teil ab? Ganz einfach, da müsst ihr hier, wie ich das schon mal vorbereitet habe, mit einem kleinen dünnen Schraubenzieher an dieser Stelle, wo diese Wölbung hier ist, der geht hier einfach mit dem Schraubenzieher ein bisschen drunter. So, und dann fährt man mit dem Schraubenzieher hier so ein bisschen an der Kante vorbei. So, und wenn man dann hier so mit dem Schraubenzieher ein bisschen rumgefahren ist, ja, dann sind hier diese beiden Nasen. Dann haben die sich gelöst. Ja, und dann hat man hier das hintere Teil und das kann man dann einfach so abnehmen. Ja, hier ist dann der Motor drin, dann geht er hin, tut die Drähte hier ein bisschen zurückbiegen. Das hier kann man so ein bisschen aufmachen und dann nehmt ihr euch einen Schraubenzieher und drückt hier von vorne ein bisschen auf das Lüfterrad und dann sieht man schon, kommt der Motor jetzt langsam hier raus. Und sobald man den hier raus hat, zieht man hier vorsichtig ein bisschen dran, nicht mit Gewalt. Ja. Und dann habt ihr den Motor in der Hand. Hier hinten ist die Elektronik. Ja, und hier ist dann der Motor drin. Ja, da haben sich jetzt hier an der Stelle so ein paar Krümelchen irgendwie drin verfangen. Sieht so aus, als wären da irgendwelche Zweige oder Äste oder Tannennadeln. Ja, die klopfe ich jetzt einfach mal raus. Ne? Ja, genau, da sind sie schon weg. Jetzt habe ich hier noch so ein Reinigungsspray. Das sprühe ich dann hier noch ein bisschen drauf. Das ist alles ziemlich staubig hier. Machen wir das Ganze noch schön sauber. Gut, und dann bauen wir alles wieder zusammen. Also sprich, den Motor hier hinten wieder rein. Na, ihr müsst da ein bisschen drauf gucken. Da ist hier unten an der Stelle, da sieht man so einen kleinen Gummizapfen und hier oben auch. Das ist dann die Position, wo der wieder Motor eingebaut wird. Also sprich, der hier oben auf 12 Uhr und der auf 6 Uhr und dann kann man den Motor hier vorsichtig wieder reindrücken. Wenn ihr genau hinguckt, dann sieht man nämlich hier, dass dieser Zapfen hier zwischen diesen beiden Stegen
geführt ist. Und dann geht der Motor eigentlich ganz easy wieder hier in sein Gehäuse zurück. So, dann dreht man die Kabel hier wieder schön zusammen. Dann muss da hier diese Gummimanschette, die für die Dichtigkeit sorgt, die müsst ihr dann auch wieder hier zurückbiegen, dass wenn ihr nachher das Gehäuse hier drauf setzt, dass die hier in den Schlitzen an der Seite wieder gut einrastet. Die beiden Gehäusehälften drückt ihr einfach im Anschluss, wenn ihr den Motor drin habt, wieder zusammen. So, und dann ist das Gehäuse schon wieder zusammen und wir können das weiße Teil hier oben wieder raufsetzen. Und dafür müsst ihr hier diese beiden Nasen, die ihr auch zusammendrücken müsst, um es auseinanderzunehmen, die müsst ihr mit dem Schraubenzieher hier wieder betätigen. Und dann rastet dieses Ding hier oben einfach drauf ein. Zum guten Schluss kommt dann auch hier dieses Plastikgehäuse wieder auf das andere Gehäuse drauf. Das rastet dann ein. Ja, und jetzt noch den Akku dran und dann ist der Staubsauger wieder komplett zusammengebaut. Wenn ihr die Bürste hier unten mal zerlegen müsst, dann kann man das auch relativ einfach machen. Dazu geht man hier mit dem Schraubenzieher in diese Kerbe rein, dreht die einmal um und dann kann man diesen Deckel hier abnehmen, um die zum Beispiel sauber zu machen. Und dann hat der hier an dieser Stelle ein paar kleine Torx-Schrauben. Die lösen wir jetzt mal und dann schauen wir uns das Innenleben nochmal an. Ja, hier sammelt sich dann schon mal Staub dran. Den kann man dann bei der Gelegenheit ja auch gleich mal rausmachen. Häufig gehen hier auch schon mal die Anschlüsse für diesen Hilfsmotor, der hier drin ist, kaputt. Dann kriegt er hier keinen Kontakt. Dann müsst ihr hier mal dieses Gelenk noch auseinandernehmen und schauen, ob hier irgendwo diese elektrische Verbindung eventuell einen Schaden hat. Ja, das kann man ganz gut durchmessen. Dazu hat er nämlich hier oben an dieser Stelle hier, sieht man sie, die beiden kleinen silbernen Stifte. Das ist der Anschluss für den Motor, der sich hier unten in dem Bürstenkopf befindet. Wenn das Kabel hier an der Stelle gebrochen ist, das kann man relativ leicht erneuern oder auch versuchen, je nachdem wo es kaputt ist, das einfach mit dem Lötkolben wieder sauber und ordentlich zusammenlöten. Hier an der Seite ist noch so ein Verschluss, um die Bürste rauszunehmen. Den dreht ihr hier einfach los und dann kann man die Bürste hier einfach rausnehmen. Und hier ist dann der Motor mit dem Zapfen, der die Bürste antreibt. Wenn ihr unten alle Schrauben los habt, dann kann man nämlich den Rest des Gehäuses, das obere Teil und hier dieses durchsichtige Teil einfach abnehmen. So, schauen wir uns nochmal hier den Motor an. Ja, der hat dann da so einen kleinen Riemen. Der Riemen hier, der geht häufig auch schon mal kaputt. Den gibt es aber auch für wenige Euro bei diversen Online-Shops. Links zu ein paar Ersatzteilen packe ich euch hier unten in die Videobeschreibung rein. Klickt ruhig mal drauf. Da findet ihr alles, was so an gängigen Teilen hier an so einem Dyson Staubsauger kaputt geht. Den Filter hier, den sollte man auch regelmäßig wechseln. Das ist mehr oder weniger der Feinpartikelfilter, der bewirkt, dass die ganz feinen Staubpartikel nicht wieder zurück in die Umgebungsluft kommen. Der wird einfach im Laufe der Zeit auch dicht, ja, und dann verliert er auch ein bisschen an Saugleistung. Also den immer schön im Auge halten und bei Bedarf den Filter wechseln. Kostet auch nur wenige Euro und auch hier wieder der Hinweis, schaut mal in die Links unten rein, da kann man so einen Teil dann bestellen. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir ein Abo da, dann bekommt ihr noch mehr Informationen über weitere Repair-Videos und man braucht so einen schönen Staubsauger hier nicht wegzuschmeißen, sondern kann ihn einfach mit ein paar kleinen Handgriffen wieder reparieren und noch für viele, viele Jahre wieder einsetzen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei einem meiner Repair-Videos.